Dies ist der letzte Beitrag unserer Game Changer-Reihe, in der wir die größten und wirkmächtigsten politischen Ereignisse während Willy Brandts Kanzlerschaft vor 50 Jahren beleuchtet haben. Das Ereignis, über das wir in dieser Episode sprechen, wirkt auf den ersten Blick vielleicht nicht wie ein solcher Game Changer. Es geht um den Rücktritt Willy Brandts vom Kanzleramt am 6. Mai 1974, nur knapp anderthalb Jahre nach seiner sensationellen Wiederwahl. Anlass für den Rücktritt war eine Spionageaffäre um Brandts engen Mitarbeiter Günther Guillaume, der als Spion der DDR enttarnt und im April 1974 verhaftet wurde. Guillaume hatte als persönlicher Referent Brandts Zugang zur Geheiminformation und auch Einblick in das Privatleben von Brandt und dem Leben seiner Familie. Diese Information gab er ganz oder auch teilweise an das Ministerium für Staatssicherheit der DDR, auch bekannt als Stasi, weiter. Mit dem Rücktritt übernahm Willy Brandt die Verantwortung für die Tatsache, dass Günther Guillaume in solch eine wichtige Position gekommen war. Die Spionageaffäre gilt aber nur als ein Grund für seinen Rücktritt. Obwohl Brandt sich bei der Bundestagswahl 1972 auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit befand, fehlten ihm nun der Rückhalt aus Teilen des Kabinetts. Dies war nicht nur politisch schwer, sondern auch persönlich belastend. Viele verschiedene Krisensituationen wie eine Ölkrise und massive Streiks im öffentlichen Dienst sorgten für Verunsicherung in der Bevölkerung. Der Ruf nach einem neuen Politikstil wurde immer lauter. Gesundheitliche Probleme taten ihr Übriges für ein Formtief des Kanzlers. Willy Brandts Rücktritt kam dennoch für viele sehr überraschend. Einige seiner nahen Anhänger zeigten in spontanen Demonstrationen ihre Solidarität. Nach Brandt übernahm sein Parteigenosse Helmut Schmidt das Amt des Bundeskanzlers. Die Koalition SPD und FDP blieb bestehen. Schmidt setzte die Reformvorhaben sowie die Ost- und Europapolitik der Brandt-Regierung fort. Was also ist der Gamechanger in dieser Situation? Für Brandt war es der Rollenwechsel, den er vollzog. Befreit von den Pflichten als Bundeskanzler konnte er sich nun endlich den Themen zuwenden, für die er sich immer schon verstärkt eingesetzt hatte. Demokratie, globale Gerechtigkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Brandts diplomatische Erfahrung, sein großes Netzwerk und sein Ruf als Friedenskanzler führten dazu, dass er nach wie vor im In- und Ausland als Gamechanger angesehen wurde, der sich als Staatsmann ohne Staatsamt bis zu seinem Tod für Frieden und Freiheit einsetzte.